die gar nicht festhalten. Der Trick ist ziemlich dicht am Kopf. Und dann halten sie still. Da musst du so ein bisschen kitzeln mit deinem Finger. Warte. Geht doch. Das war ziemlich glitschig. Die Aale fühlen sich an wie sehr nasse Schlangen. Aber es hilft ja nichts, denn heute ist der Tag der Tage. Das Alltagsi wartet. Hier in der Weser bei Hameln ist Hochwasser. Das sind perfekte Voraussetzungen für die Aale, um ihre große Reise zu starten. Das Ziel? Ihre Heimat, der Atlantik. Dort kommen sie eigentlich her. Der europäische Aal wird in der Sargasso-See im westlichen Atlantik geboren, schwimmt dann über mehrere Jahre tausende Kilometer mit dem Golfstrom bis nach Europa und lebt dann zum Beispiel hier bei uns in der Weser. Und dann schließt sich wieder der Kreis, wenn die dann nach etwa 10, 15 Jahren bei uns im Süßwasser gelebt haben, treten sie dann wieder den Weg zurück an ihre Geburtsgewässer. Bedeutet, geschlechtsreif geht es den ganzen Weg wieder zurück. Ohne Nahrung. Nur um sich dort angekommen zu paaren, zu laichen und dann zu sterben. Aber warum das Ganze? Das ist ja noch das große Unbekannte, wie findet das denn statt? Und das macht den Aal dann auch und die Lebensweise des Aals auch so spannend. Es ist also bis heute ein wahres Mysterium und Rätsel der Natur. Wir helfen den Aalen heute bei ihrer Rückreise in den Atlantik. Damit sie nicht durch die vielen Wasserwerke in Flüssen verletzt oder sogar getötet werden, fangen Alexander Meyer und sein Team sie ein, verladen sie in Transporter und lassen sie dann in der Nordsee wieder frei. Das ist das sogenannte Aaltaxi. In einer Saison retten sie so circa 10.000 Tiere. Ihr nächster Stopp heißt jetzt Bremerhaven. Fischer, ein wahrer Knochenjob. Und trotz des frühen Aufstehens, Wind und Wetter, Alexander Meyer ist Weserfischer in der 5. Generation. Für ihn ein echter Traumberuf. So gerade in der Oberweser, wenn die Sonne morgens um 4:30 dann ausgeht, wenn wir dann früh unterwegs sind, das macht es dann schon besonders. Aale können in Salz und in Süßwasser überleben. Deswegen ist für sie der Sprung in die Nordsee auch kein Problem. Tschüss, ihr Aale. Gute Reise. Nur den Weg durchs Meer bis in den Atlantik. Den müssen sie jetzt alleine schaffen. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.